Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem wundervollen Kanal. Meine Augen sind ein bisschen am Tränen, weil es steht ein sehr süßer Mann hinter der Kamera. Hä? Geht dich gar nichts an, ja. Heute geht's mal um das gute Stück. Eine Saison. Und so sieht die scheiß Karre aus. Ich habe die nicht sauber gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Überall ist sie gebumst, dreckig und sonst was. Aber wie ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen habt, ich bin in der Beginners gestartet, bin auf dem ersten Platz gefallen wegen einem Radlagerschaden. Im zweiten Rennen bin ich auf dem ersten, bin ich Beginners mit viel Vorsprung, ersten Platz ins Ziel gefahren. Dann bin ich beim letzten Rennen der Saison Rookies gestartet und auf Platz 2 gefahren. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich nächstes Jahr in der Supersport starten. Und kommt mal mit, wir haben nämlich was sehr, sehr Schönes gekauft. Was wir jetzt mal unboxen. Hier sind ein paar neue Dinge drin, wo ihr dann mal sehen werdet, was Schönes wir hier bekommen. Für nächstes Jahr habe ich mir gedacht, werde ich nicht mehr Minarelli fahren, weil das ist einfach zu teuer mit den ganzen Karren. Und deswegen haben wir hier was Schönes Neues gekauft. Ja, womit fangen wir an? Also hier erstmal ein bisschen Stage 6 RT Öl, weil das ist sehr gut. Ganz wichtig auch Stage 6 RT Öl. Dann haben wir hier einen wundervollen zwei Polini Aramid Keilriemen, ein Polini Getriebedeckel, ein Highspeed Polini Vario, die geschmiert ist, ne? Und ja, an die Leute, die jetzt schon was damit anfangen können, wissen, wir werden einen C1-Block aufbauen und dafür haben wir hier noch den wundervoll passenden Vario Matic Deckel bestellt. Hey, Mario Matic. Mario Matic Deckel. Digga, der ist so. Und das ist auch nicht Malossi, das ist Malonessi. Ja. Aber den kannst du auch im Originalblock fahren, kann, ne? Kann ich auch, ja. Das ist ja gleich, ist ja halt nur. Der ist aber teuer, aber ne? Guck dir das mal an, Digga. Digga, der sieht so pervers aus. Malonessi. Der ist richtig geil, Digga. Der wird aber Mitte Mai wird er schon verkratzt sein. Und, ja, das kann sein. Und passend zu der Highspeed Variomatic und Keilriemen haben wir noch einen wundervollen Wandler. Ja, haben wir nicht. Stabil. Haben wir den bestellt. Habe ich das vergessen? Too Fast Wandler, ne? Ja, Too Fast Wandler. Wandler Too Fast, Aluminium, CNC Piaggio. Habe ich bestellt. Ja, stabil. Dann ist er auf jeden Fall nicht hier drin, ne? Schade, Marmelade. Ja, dann werde ich den wahrscheinlich doch den gebrauchten nehmen, den ich gefunden habe. Ja, also Wandler fehlt, aber wir werden den Too Fast Wandler fahren. Dann habe ich hier noch ein Hohlwerkzeug bestellt und noch ein paar Kleinigkeiten. Hier ist noch so ein Rücklicht für eine Aerox. Da werden wir leider auch bald noch ein bisschen schrauben müssen. Und ja, so sieht's aus. Wir werden nämlich einen C1-Block fahren. Ich packe die Sachen mal wieder ein. Das war zu meiner Jugend, wäre das jetzt ein Traum, Junge. Was ist? Das wäre zu meiner Jugend, wäre das ein Traum, das alles da. Ja. Hätte ich mir in den Druck gekloppt. Und heutzutage ist das Arbeit. Ja. Hätte ich mich so drüber gefreut und jetzt nehme ich mir so, mach den Karton so. Das heißt, wir werden. Hier, hallo. Also Freunde, ich muss euch mal sagen, der hat immer ein Problem damit. Sorry. Das heißt, liebe Leute, wir werden dieses Mofa neu bauen. Nicht nur einen neuen Motor, sondern wir werden auch noch Veränderungen in der Rahmengeometrie machen. Denn die Domstrebe hier mit dem Blech kommt raus. Und wir werden hier von hier da hoch und von der anderen Seite da hoch so zwei Domstreben so machen. Ein V. Ja, so eine Y. So eine V. So eine U oder so eine X, ich weiß es nicht. Ja, und dafür müssen wir halt die komplette Karre auseinanderbauen. Mhm. Und dann werden wir noch eine schöne neue Verkleidung bekommen, eine Rennverkleidung. Schön aus Spanien. Ja, die ist doch schön. Ja, die ist super. Aber das hat immer gehalten, ne? Ja, das ist ja auch super. Das machen die alle ja so. Neue Verkleidung.
neuen Motor, anderer Rahmen. Das heißt quasi, wir müssen die Karre auseinanderbauen. Und genau das werden wir heute gucken, machen. Und wir werden uns mal vielleicht den Zylinder noch anschauen, den mal durchholen und ja, mal gucken hier, was hier alles so abgeht. Ne? Was hältst du davon? Gar nichts. Gar nichts. In dem Sinne, let's go. Super. Die Verkleidung so. Könnt ihr kaufen, 4,99. Guck mal hier, ne? Alles ist wirklich alles kaputt. Das können wir einfach, ich würde sagen, draußen ist eine große gelbe Tonne. Ja, da kannst du hier eigentlich rein. Da verschwindet die auch gleich direkt, dann sind wir es nämlich aus der Füße. Pech. Was steht eigentlich hier, Junge? Hä? Was ist das für ein Aufkleber, Junge? Das haben so Zuschauer da reingeklebt. Kannst du das dann hier auf der neuen Verkleidung auffahren? Ich meine schon, ja. Da müssen wir aber eh nochmal, der Norman, der wird ja eh nochmal vorbeikommen, weil hier werden wir noch einiges ändern. Ja, genau. Norman, wo bist du? Wir wollten da auch ein paar Sachen ausprobieren. Das wird auf jeden Fall ganz cool, ja. Weil der Norman wird nämlich für nächstes Jahr mich auch sehr doll unterstützen und quasi so mäßig Teamchef sein. Mal gucken, was da wird. Hey. Aber der Teamchef muss dann auch immer einen Wurstwagen und Bier mitbringen, ne? Ein Wurstwagen und ja. Bier? Der ist Vegetarier. Hä? Hey. Gesundheitlich deswegen. Ach so, also ja, trotzdem Rindstopp. Norman, wir warten auf dich. Wenn du kommst, gibt's Schaschlik und Gyros. Und Gyros. Hier schön aus der frischen Moulinex. Die muss ich euch auch mal zeigen. Die ist noch nicht mal, ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass sie noch nicht mal einen Drehteller hat. Was? Ich schwöre. Krass. Aber die wird ultra, die hat auch ungefähr 7 Millionen Watt. Hier brauchst du eine halbe Front. Die können wir einfach, die schmeißen einfach direkt in die Plastik. Ja. Das lohnt sich wirklich. Das nein, das ist Quatsch, Digga. Das schmeißt du gleich direkt weg. Ja, nö. Da müssen wir nämlich auch nicht. Aber den Innenraum musst du behalten, das ist eine Sonderanfertigung, ne? Den Innenraum müssen wir auch wirklich behalten. Ja, ja, so eine Sonderanfertigung. Digga, wir sind ja. Das ist so schrott. Wir sind ja auch die schnellen Erbauer. So, Verkleidung ist ab. Ah, hier ist auch das super Tacho. Oh, aber so. Da kommt auch was anderes, oder? Ja, aber das kommt ganz zum Schluss erst. Weil das kostet. Erstmal wird. Weil dieses Micron-Tacho, Digga, das kostet 800 Euro. Das bin ich echt, also. Ja, muss auch eigentlich, aber das kommt ganz zum Schluss. Aber kannst du nicht auch einfach so ein Koso-Tacho fahren, ein vernünftiges? Weil es hat keine GPS-Rundenzeiten und so. Ach so, stimmt, ja. Deswegen. Hier, der Junge hier, der Martin hatte das in der Runner gehabt, einfach so auf der Straße. Ne? Ja, geht ja auch. Das war lustig, die Karte zu gucken, da kannst du mal sehen, wie die gefahren ist. Der zeichnet das ja auf. Ja, okay. So. Das geht sogar. Digga, die ist so dreckig, die Karre, das ist wirklich krass. Man muss auch dazu sagen, Leute, wir haben die Karre auch einfach erstmal gebaut, um zu gucken, ob der Junge da Spaß dran hat, ne? Ja. Muss man ja auch mal sagen, war zum Reinschnuppern, dafür bist du eigentlich vielen um die Ohren gefahren. Dafür habe ich echt viele Komplimente bekommen. Ja. Nee, wirklich, aber das habe ich ja schon mal gesagt, du fahren auf dem Zweirad kannst du gut. Ja. Dafür bin ich, dieses Schrauben, dafür habe ich Leute. Hier, das ist auch eine schöne Erinnerung hier, ne? Das Ding, ne? AliExpress. Wenn ihr wollt, schreibt mir mal auf Instagram, dann schicke ich euch einen Link. Wenn ihr fahrt und euch aufs Maul legt, das Ding ist echt hier, gut. Das rettet den Auspuff. Ich schwöre es dir. Davon habe ich schon zwei wegrasiert. Gibt es aber für Cross, die haben das doch auch, Aufnahmekrümmer und so. Ja, aber ja, ist Boje. Auch, glaube ich, eigentlich vom Cross-Bereich. Aber warum sollten wir das nicht benutzen? Ne, ist auch nicht verkehrt. Ja, und Originaltank. Ein schöner Aschenbecher. Originaltank wird auch weitergefahren, weil nächstes Jahr ist Airbox-Pflicht. Das heißt, wir werden nächstes Jahr anstatt den Filter eine Waschmaschine. Dann haben wir hier so eine Waschmaschine hängen. Habe ich hier getauft. Ich habe das Bild vom Norden gesehen, sag ich, oh, ist aber eine schöne Waschmaschine konstruiert. Ja. Das war wirklich voll die Trommel. Ey. Katastrophe. Ja, ich würde sagen, ja, wir machen jetzt erstmal das Tacho komplett ab. Ja, ich schläg die Kamera mal aus der Hand, dann filme ich gleich schon mal. So, wir sind schon ein Stückchen weiter. Elektrik ist komplett raus. Guck mal, wie viele Kabelbinder hier schon liegen, Alter. Bodenlos. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter hier, Mann. Hä? Und ich muss ehrlich sagen, Junge, der Vergaser
Einfach König, ich sag's ehrlich. Wir haben ja gestern noch angetreten. Erst zehnmal reingetreten, war die an die Schürze. Ja, da war ja kein Sprit drin. Deswegen. Nein, aber ich sag ja, deswegen sag ich ja, das ja, läuft immer. Hab ich dem Nachbarn vom Harry mal gezeigt, wie es läuft. Macht Rasenmäher an. Ja, und nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall auch die Nibby Grips fahren. Die sind ein bisschen weicher, ein bisschen geiler. Das waren die Stage 6 und die sind ziemlich hart. Ja, die sind auch nicht schlecht. Nein, aber hart. Aber die Nibby sind weicher und das ist ein bisschen geiler, finde ich. Dann vibriert das auch nicht so dolle, ne? Ja. Schade eigentlich. Hätte ja klappen können. Ja. Super, weiter geht's. Tschüss. Ein bisschen nackiger jetzt auf jeden Fall. Das ist wie im Schrotthändler. Der Schrotthändler ist gar nicht gekommen. Stimmt. Der Fix. Ich hab da gesagt, Schrott, Spar, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so, wir sind soweit, Lenkers ab, jetzt holen wir Harry und ich zusammen den Motor raus, dann einfach noch die Kühler da abschrauben und die Gabel raus, dann sind wir schon fertig. Ja. Und dann lade ich das alles ein in den Crafter und fahre das nach Hause und dann müssen wir irgendwie zum Basti, ne? Ich muss eh noch zum Basti. Ja. Wir müssen mal noch schweißen. In der Eich. Und reparieren. Basti. Basti, du Kleiner? Ja. Die Gabel ist draußen, Rahmen ist nackt und der Harry ist auch nackt auf dem Kopf. Ja. Und ich habe keine Lust mehr heute. Findest du eigentlich? Im Prinzip war das einfach Schrott. Was? Ja, hier. Wie Schrott? Ja. Ja, der Schrottmann kommt nicht. Der Wichser. Wenn er nicht kommt, dann müssen wir es wieder aufbauen. Ja. Hier steckt ja auch noch einmal da drauf. Ja, aber da muss noch einer drauf. Hä? Glaubst du? Fummeln wir da nicht immer zwischen meiner Arbeit drin. Hey, das muss man als erstes. So. Die Jock liegt im Crafter und die nehme ich jetzt mit nach Hause und dann werden wir bald zum Basti fahren mit dem Rahmen und dann geht's los und ja, ich bin gespannt, also das ging jetzt auf jeden Fall relativ flott. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Design, was für eine Richtung, welche Farbe ich auf die Jock machen soll bei der neuen Verkleidung, würde mich echt interessieren. Und sonst könnt ihr ja gerne mal was in die Kommentare schreiben. Ich lese mir sehr, sehr gerne die Kommentare durch. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr hier so die Sachen, die ihr gesehen habt? Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.